Leute, das sind wir ein weiteres Mal mit Shadow of War. Ich bin René und es geht weiter. Der Story-Modus wird fortgesetzt, Orks werden gejagt, Festungen werden gestürmt, Ringe werden getragen und Spielstände werden geladen. Das alles passiert jetzt bei Shadow of War. Das alles und noch viel mehr. Hört ihr? Viel, viel mehr. Es ist toll, wenn ich hier einlogge und jedes Mal hier direkt so einen Turm vor mir habe, den ich bisher noch nicht aufgemacht habe. Muss ich nicht draufklettern, muss ich nicht suchen, kann ich einfach... Ja, kann ich einfach übernehmen und kann ich einfach benutzen. Absolut perfekt. Was haben wir da? 4 Artefakte. Wo ist es? Da. Ein Ithildin. Da ist gleich noch was. Da ist ein gondorisches Artefakt. Was? Ich hab's. Gondorisches Artefakt. Und was haben wir? Ein gondorisches Artefakt. Was haben wir? Komm, lass uns Neues sein. Nicht noch ein Artefakt. Gondorisches Artefakt. Na gut, brauchen aber immer noch eine Fildin und eine Kakra-Erinnerung. Oh, da ist eine Höhle, ne? Die will ich mir mal genau ansehen. Zack. Eine Kankra-Erinnerung. Wo man sie, wie man sie im Original nennt. Shelob. Ich frage mich, ob das Original von... Ob sie vielleicht nicht immer eine Spinne war, sondern vielleicht war sie eine... Ein Hummer, ein Lobster. Ist sie She-Lobster. Weil sie ein weiblicher Lobster ist, ein weiblicher... Ah, okay. Ich habe alles... Ich kann hier weggehen. Beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben beim letzten Mal 3 Orks zu unserer Armee hinzugefügt und dann einen verloren. Unseren Bodyguard. What the fuck? Der Typ hat einfach unseren Bodyguard getötet. Ah, ich muss sagen, diese Landschaft da hinten, das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie total künstlich aus. Ich meine, mein PC ist okay, mein PC kann das eigentlich ganz gut laufen lassen. Ich habe nicht die Top-Grafikeinstellungen. Aber trotzdem sieht das da hinten irgendwie seltsam aus. Hat irgendwas von Dark Souls, so entfernte Landschaft, die komisch aussieht. Dark Souls einfach. Okay. Wir haben beim letzten Mal schon 3. Wow, was ist das für eine Buckler? 3 Orks zu unserem hinzugefügt. Einen wieder verloren, das heißt, wir haben jetzt 2. Aber das reicht eigentlich. Eigentlich wollen wir genau 2 Orks haben, denn. Mit 2 Orks können wir unsere Armee so aufbauen, wie wir hier sehen. Wir haben Bruce, der Abhacker, unseren Hauptork. Beziehungsweise der war der erste, den wir bekommen haben. Storymäßig. Und hier haben wir Grisha, unseren Verrückten. Ist eigentlich immer noch verrückt? Nein, er ist gar nicht mehr verrückt. Oh, er bewegt sich drum, er wird verrückter. Er hat diese Zuckungen, diese Anwandlungen. Erweiterter Klassik Gauner, okay. Epische Eigenschaft Fluchtwächter. Genau, der Typ ist episch. Ich hatte ihn zuerst eigentlich gar nicht rekrutieren können, aber dadurch, dass ich ihn gedemütigt habe, konnte ich ihn dann doch rekrutieren. Kann ergriffen werden oder zum Reiten genutzt werden, ohne erst geschwächt zu werden. Damit ist wahrscheinlich gemeint, wenn es ein Reittier wäre. Aber da es kein Reittier ist, kann ich... Ich glaube nicht, dass ich Orks reiten kann, obwohl es sehr lustig wäre. Ich glaube nicht, dass ich das kann. So, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist es, die Festung anzunehmen. Wir können aber natürlich... So, wir haben hier bei der Festung 3 Hauptorks. Wir haben den Oberherr, den Häuptling und den Häuptling. Wir könnten jetzt natürlich zuerst schauen, dass wir die Häuptlinge etwas dezimieren, dass die Festung schwächer ist. Ich glaube nämlich, das werden wir machen. Genau, wir haben hier unseren Grisha haben wir befohlen, dass er diesen Typ hier angreift, Zuka. Und wir wollen natürlich Grisha helfen. Das bedeutet, wir gehen daher, markieren Grisha als Ziel und werden uns mal heraussuchen, wo sich denn dieser Kampf befindet. Weil wenn wir dorthin gehen, können wir sicherstellen, dass Grisha den Kampf gewinnt und schon mal einen Leibwächter von einem der Häuptlinge tötet. Was sind das für Buckelpartien? Warum habe ich hier
solche schlimmen Ökel drin. Das will ich nicht. So, geh runter da. Oh, kann ich mich da nicht zu einem Turm hin teleportieren? Das ist doch ziemlich weit. Egal, ich laufe einfach mal. Denn wir sehen eh so wenig von dieser Welt. Ich will nicht hin. Danke sehr. Haben wir gleich was zum Reiten. Muss ich schneller gehen. Der wirft da einfach eine Axt hinter mir. Ist der denn wahnsinnig? Das ist gefährlich, da könnte jemanden verletzen. Diese Orks. Absolut wahnsinnige Gestalt. Klettere, mein Hund. Klettere, wie du noch nie geklettert bist zuvor. Und ignoriere alle anderen Questziele und Gebäude. Klettere da hoch und wieder runter und wieder hoch. Denn die gerade Luftlinie ist das, was wir haben wollen. Wir wollen keine Umwege machen. Außer diesen einen hier. Der ist okay. Aber ab jetzt. Okay, warte. Das ist keine gute Idee. Ja. Ja, springen die Orks an, die uns dann ignorieren. Wie auch immer der das nicht betreut. Okay. Nur noch 700 Fuß. Muss ich da rechts weg? Ja. Oder? Ja. Oder? Ja. Something just moved. Irgendwas bewegt sich hier. Ah, ich hol mir das Artefakt. Das liegt da ganz in der Nähe. Das hol ich mir noch. Komm, steigen. Das. Danke sehr, was haben wir? Eine Statue. Was? Tier, 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 Tier. Did you know Galadriel? Know her? She is an aunt of sorts. Suffice it to say, we did not always see eye to eye. Hier ist der Kampf von Grisha gegen Zuka. Da werden wir jetzt teilnehmen. Bisschen störend einmischen. Also. Zuka-Spurensucher gegen Grisha, der Peiniger. Grisha ist immer noch so verwirrt. Er tut mir so leid, der Arme. Ich muss mich um ihn kümmern. Ich kann nicht zulassen, dass er stirbt. Das wäre nicht gerechtfertigt. Aber er hat eine echt coole Rüstung. Dieser Grisha. So. Suffer! You! You're dead! Get him, boys! You suffer! Wo rennt der hin? Okay. Wieso rennt er einfach alleine einfach weg? Okay, ich muss versuchen, den schnell zu töten. Gut, das hat nicht funktioniert. Oh nein, das funktioniert auch nicht. Kann ich überspringen? Nein, ich kann. Ich habe ein bisschen Angst vor Grisha. Leute, 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 lasst mir meine Grisha in Ruhe. Ja, 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 ich weiß. Right in the middle of chasing that goob. Have some respect for the efforts of others. So, wo ist mein Grisha? Ich muss den, glaube ich, beschützen. Warum ist er alleine? Warum hat er keine. Warum hat er keine Leute bei sich? Okay, ich muss hier echt aufpassen. Gefährlich. Okay, der ist tot. Kann ich den vielleicht übernehmen? Sehr gut. Hilft mir. Oh, die Schützen muss ich auch übernehmen. Die Schützen muss ich auf jeden Fall übernehmen. Die sind gefährlich. So, einen haben wir. Oder sind das meine? Das sind wohl meine, der hat sie in einen Hinterhalt gelockt. Das kann natürlich sein. Ups. Oh. Zuka-Spurensucher wurde getötet, bevor er seine Beute töten konnte. Ja. 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 Okay. Das kam jetzt ein bisschen. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Eigentlich habe ich gedacht. Egal. Hat funktioniert. Da noch los. Okay. Warte, irgendwer kämpft noch. Was ist da los? Wer kämpft hier noch? Was ist mit euch? Bist du dumm? Du? So nämlich. Also, folgendes. Wir haben Ausrüstung bekommen. Die wollen wir uns gleich mal ansehen. Inventar. Ein Dolch. Was für einer. Oh, der ist ja 50 besser als meiner.
Aber Krischer ist jetzt nicht aufgestiegen, denn er kann nur maximal mehr Level haben. Ich bin Level 15. Ach so, warte mal, aber vielleicht ist er jetzt auch wieder Level 15. Er war ja vorher Level 13. Ja, Krischer ist Level 15. Das ist gut so, denn er ist einer meiner Dudes. Einer von meinen coolen Orks. Ja, wir können jetzt eigentlich gleich weitere Aufträge verteilen. Wir können eigentlich Bruce sagen. Spiele Aufträge mit diesem Charakter zu hintergehen, okay? Du? Warte mal, kann ich die mal verwilligen? So, Grisha. Verwilligen. Wo sind die weiteren Leibwächter? Oh, du hast. Oh. Rote Feder mit dem Typen da. Na gut. Du kannst den hier töten. Ein Duell. Bestätigen. Oh, das ist ein großer. Was ist das für einer? Urheku, der Verseuchte. Ja. Aber wir helfen Grisha wieder. Begib dich zum Ausgangspunkt des Auftrages. Das kann ich machen. Immer schön hydrated bleiben. Schau, können wir da jetzt einfach durchschleichen? Dann werden wir wieder gesehen von 50 Millionen Orks. Ist ja ganz gut. Ich wurde zwar ganz kurz entdeckt, aber alles soweit so gut. Ich wurde wieder ganz kurz entdeckt, aber ich denke, ich konnte es ohne größere Vorkommnisse. Geil. Pfeile, los geht's. Das Duell zwischen Grisha und Urheku. Der ist ja doppelt so groß wie er. Oh Mann. Aber ein Level höher. Aber er ist giftig. Urheku ist vom Schreckensstamm Bestienmeister. Na gut. Ich würde sagen, wir sind bereit. Das Duell kann starten. Grisha, du weißt, was du zu tun hast. Leg ihn ab. You suffer! Das ist so großartig. Planning to win this fight by flapping your jaw? Or are you going to swing? Okay, er ist nicht so verletzlich. Also nicht, zumindest nicht durch Bogenschütze. Bogenschütze. So, wo ist der Typ? Und mein eigener. Ah, da ist er. Das ist Urheku, nein, das ist der andere. Oder doch? Ah, nein, das ist. Nein, ich bin verwirrt. Das ist nicht Urheku. Urheku hat er gebaut. Oh, er ist gebrochen. Ich kann ihn nehmen. Hab ich ihn? Den will ich nicht. You are mine. You will serve me. You are my master. Ich habe Azgarn rekrutiert. Für mich weiterkämpfen, bitte. Wir haben hier noch was zu tun. Wo ist Urheku? Wo ist er? Da ist er. Ups, das hat nicht so gut funktioniert. Okay. No matter which one wins, you die. Bist du dir sicher? Oh. Oh, wieso kann ich ihn plötzlich nicht mehr treffen? Okay. Hey, was ist mit dir los? Ich glaube, du spinnst. Ich weiß, wie die so funktioniert. Ich muss sie jetzt hier sagen. Und das gebrochen. Das heißt, ich kann ihn übernehmen. Oh nein, er ist noch zu einflussreich. Da muss ich ihn beschämen. Ich
Stufenabstieg. Mal sehen. Okay, wenn er beschämt wird, dann ist das Duell vorbei und der Grisha hat gewonnen. Ich verstehe. Das ist ein ganz cooles System, so. So gebe ich ihm die Chance, noch wegzukommen. Ein neuer Fertigkeitenpunkt. Wollen wir wieder den Kampf ein bisschen steigern? Aber ich könnte jetzt auch schon den Drachenflug lernen. Ja. Ja. Nächstes Mal geht es im Kampf weiter. Aber das, sobald ich die Chance habe, auf einen Drachen zu steigen, muss ich das machen können. Hey, wie geht's dir? Oh, was ist mit dir los? Verrückt. Alter, was soll denn das mehr? Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich rette dich. Ich rette dich hin. Du hast dein Leben verwirkt. Zweimal kann ich. Ja. Was war das? Wer war das? Du beschießt schon wieder auf mich. Diese Schützen, das sind echt die Schlimmsten. So. Wer kämpft da immer noch gegen Grisha? Ah, keiner mehr. Okay, die sind schon. Die sind fertig, okay. So, dir geht's gut? Alles okay bei dir? Cool. Wie kämpfst du? Das ist ein endloser Kampf mit diesem Kurs. Unglaublich. Da ist noch einer. Oh, das ist ein Captain, ein anderer. Ich glaube, es ist viel sogar. Ich kann hier nicht kämpfen, Leute. Das ist zu eng hier. Ja, bitte. Long for this opportunity. I relish it. Du, der Halbsabschneider. Oh, okay, ich kann den so nicht. Da ist noch einer. Shaka, Blatteisen. Oh, Leute, das ist fertig. Leute, 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 eine Tap, eine Tap. Nicht schneiden. Oh nein. Hinten müssen wir blöd angreifen. Da ist einer schwächt, da ist einer geschwächt. Ich nehme den. Ich kann nicht, ich kann nicht. Das glaubst du, dass du dich zurückziehst? Das glaubst du? Alter, das ist ja urgeschickt von dem, der wirft einfach so Rauchbomben. Dich krieg ich, dich krieg ich. Nein, was tust du? Das ist ja gescheit. Komm her. Ich krieg dich. Wow, was ist das, Talia? Nein, ich muss. Da unten ist der. Komm, 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 komm. Talia, spring! Nicht darauf! Du sollst runterspringen! Talion, bitte! Talion! Wie kriegen wir denn? Keine Elfschutz mehr, shit! Komm, 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 komm! Talion! Nicht den! Talion, wenn du den, wenn du den entkommen lässt, ich schwör's dir! Jetzt haben wir! Ja! Nein! Er ist zu einflussreich. Okay. Ich muss mich schämen. Dusch.
zwei offen, das finde ich hier noch. Jetzt haben wir das noch. Wir sind jetzt ziemlich weit vom Pfad abgekommen, den ich eigentlich vorhatte. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal wieder ins Armeemenü und können unsere Leute ein bisschen. Der Urheku ist. Ach ja, genau, wir haben ihn beschämt. So, Grisha. Du kannst erstmal den hier nochmal angreifen. Oh, jetzt will ich ausprobieren. Funktioniert das? Wenn ich dem hier, dem Asgang, jetzt auch den hier befehlige, kann ich das machen? Können die zu zweit angreifen? Wow, was ist das für ein Gewirren? Linien ist schon. Ich kann hier auch zoomen. Okay, der ist. Den, der ist. Oh Gott, was ist das für ein unglaubliches Gewirr. Warte mal, welcher ist dein zweiter? Da drüben, ja, okay. Egal, das Wichtigste ist, dass wir jetzt diesen Auftrag hier machen werden. Den dann wahrscheinlich auch. Und zuerst machen wir mal den. Oh, hey, komm. Wir haben dich schon einmal besiegt. Wir haben dich verspottet. Alle deine Orks haben über dich gelacht. Gedacht, ha, was ist denn das für ein Anführer? Was soll denn das? Dem folgen wir? Pff. Der kann nicht mehr den Mensch besiegen. Lächerlich. Können wir zu einem Auftrag schnell reisen? Nein. Nein, müssen wir auch gar nicht. Wir sind da drüben. Wir können doch einfach dahin reisen. Sind wir auch schon. Dann sind wir auch dort. So. Okay. Wir wollen dort runter, deswegen gehen wir mal hier lang. Oh. Ich kann mir jetzt einen Reiter herbeirufen. Denn mein Grog ist ein treuer Grog. Auch wenn es ein Caragor ist. Ja, nachvollziehbar. Oh, du kannst ihn nicht runterspringen. Jetzt aber. Hier einmal bin ich durch den bösen Wald. Komm wieder raus, ja. Ja. Genau, hier geht's raus. Perfekt, das ist noch nicht da, wo wir wollen eigentlich. Das ist dein Captain. Oh. I'm not killing your beast! I'm doing what's necessary to kill you! So really, it's you who's killing your beast! Okay. Denkst du, bist es mich? Think again. Ich meine, das ist ein bisschen unfair, wie ich da gerade in die Ecke rape. Oh, zweiter Captain noch hier. Dass er selbst sich repräsentiert. Hier auch mal absteigen. What the heck? Kann ich nicht loslassen, danke sehr. Oh, ich wollte ihn. Naja, ich wollte ihn eigentlich übernehmen, aber hey. Tod ist auch okay. Gibt aber zumindest eine Waffe. Vielleicht kann ich die auch gleich nutzen. Schauen wir mal. Yes! Kann ich. So.
So, ich schau gleich erstmal wieder wegen meinen Juwelen. Ich kann sicher etwas herstellen. Ja. Ich kann hier zwei von den größeren herstellen. Hier eines. Hier auch eines. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ein rotes entfernen kann. Genau. Daraus noch ein größeres herstellen kann. Sehr gut. 20% erhöhter Schaden mit dieser Waffe. So, wie schaut es bei den anderen aus? Da kann ich nichts machen, das geht sich nicht aus. Da können wir noch nicht upgraden. Ach, ich brauche nur 1000, um das hier abzugraden. Dann kann ich das gleich machen. Und kann hier den Ring auch noch was reinstecken. So, hier Hauptmänner erhalten automatisch 2 Stufen, wenn sie rekrutiert werden. Das ist jetzt momentan nicht so gut für uns. Gefolgsleute erleiden 50% weniger Schaden. Ja, das ist natürlich sehr geil. Gut, gut. Geht sich da noch was aus zum Schmieden? Ich glaube, da geht sich momentan nichts aus, denn wir haben überall nur eins. Bei denen auch nur eins vom selben Jolz. Okay, da geht sich nichts mehr aus. Das bedeutet, können wir erstmal lassen. Aber wir wollen aber trotzdem noch unseren. Moment. Das stimmt jetzt nicht. Ich muss auf die Gebietskarte. Warum ist es jetzt da oben? Das will ich doch gar nicht machen. So, gehen wir mal in die Armee. Nein. Okay, das ist eine ziemlich interessante. So, da will ich hin. Warum ist der... Ach so, Moment, Moment. Das ist der gegen den... Ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Nein. Erwartet Befehl. Warum... Grisha. Grisha, du kämpfst bitte gegen den. Ja. Und... Asgang. Oh nein, wer ist da? Ach so, das war ein Krom. Asgard, du kämpfst auch gegen den. Bestätigen. Power Couple. Ah. Oh. Gerade das Achievement bekommen. So. Der Häuptling hat ihn hier noch als Bodyguard und den da drüben. Merken wir uns mal vor. Der wird unser nächstes Ziel. So. Das bedeutet aber, dass wir den hier jetzt suchen werden. Der müsste ja nicht so leicht, nicht so schwer zu finden sein. Da ist okay, das ist da oben. Whatever der jetzt da oben ist. Gut, dann gehen wir das jetzt. Okay, ist schon das Ziel markiert. Wir reiten jetzt mal hin. Okay. Dann war der Typ, der uns gerade eingegriffen hat, auch in diesem ganzen Machtkampf mit drin. Dadurch, dass wir besiegt haben, haben wir irgendwie dieses Machtspielchen aufgelöst. Ich habe aber nicht ganz verstanden, wie es sich aufgelöst hat. Denn ich habe trotzdem den Befehl hergegeben, dass Grisha und der andere, Asgang, den töten sollen. Also... Nicht den, den ich jetzt getötet habe, sondern eigentlich den, zu dem ich jetzt hinlaufe. Naja, wird schon irgendwann kommen. So, wir steigen mal ab. Da am Ziel beginnen wir unsere Mission. Die wäre folgende: Machtprobe Karagor. Urego, der Verseuchte, unterzieht sich einer Machtprobe. Gegen eine Karagor. Oh nein, ich hab die. Was ist das für ein Teil? Oh, ich kenne deine Schwächen. Anfällig für Schleichen. Furcht vor Hinrichtung. Und erleidet Schaden durch Fernkampfangriff und durch Hinrichtungen und durch Feuer. So. Irgendwas bist du immun. Giftfest, immun gegen Fluch. Bam, Bestienmeister, Stärke, normaler Vergiftung. Okay. Na gut. Bring wir hin. Ich versuche nicht anzuschleichen. Weil wenn du gegen Karagor bist. Any of you are sensitive. You might want to cover your eyes. This is going to be. Something. Suffer! Ja,
You suffer! Da denkt er, er kann seine Ehre wiederherstellen. Aber in Wirklichkeit haben wir ihn geambushed. Yep, yep, yep. Step, step aus dem Hinterhalt, naja. So schnell? Na, hätte ich ihn auch nicht übernehmen können, eigentlich. Okay. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Easy. Naja, schauen wir uns mal den Bogen an. Der ist geil. Dann haben wir hier auch alles erledigt und können auch gleich mal schauen, wie es denn hier bei der Festung aussieht. Soweit ich mich erinnere, hat der Typ jetzt nur noch einen Leibwächter. What? Wo hat er den zweiten Leibwächter her? Gut, okay, wir müssen es anders machen. Der holt sich neue Leibwächter, wenn wir seine Leibwächter töten. Deswegen müssen wir versuchen. Oh, du bist ein Leibwächter, Shaka. Dich habe ich schon mal gesehen. Weiß ich auch Details von dir? Schwäche weiß ich nicht. Na gut. Okay, wir machen trotzdem zuerst den hier, weil wir machen es jetzt einfach der Reihe nach. Wir suchen uns diesen unbekannten Hauptmann und werden versuchen, ihn zu übernehmen. So. Grisha. Grisha, du kämpfst gegen den. Yes. Und. Asgan. Asgan, du kämpfst doch den ab. Verstärkung. Beide greift den an. Oh, wie wir gleich was über den erfahren, ist ja interessant. Sazra, der Wüstling. Ja, geil. Wo ist denn zu Hause? Oben rechts. Hier, dann holen wir uns den mal, würde ich sagen. Das ist auch gar nicht so weit weg. Müssen wir noch ein Stückchen hinlaufen. Nee. Ah, das ist jetzt auch. Kann ich da. Hab ich da irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt? Nein. Aber da ist ein Turm. Den können wir dann noch gleich übernehmen, wenn wir dort sind. Erleichtert uns auf jeden Fall für die Zukunft einiges herumgelaufen. Something just moved over there. Found him! Crikey bell! Wait. Kriegen wir? Ja, kriegen wir. Sehr gut. Halten wir uns wieder ein bisschen Lore an. Helmet of Numenor. Adequate craftsmanship, given the materials available. That is the closest you've come to respecting a fellow craftsman. Also ich muss sagen, jetzt im zweiten Teil ist Celebrimbor schon ziemlich unsympathisch geworden. Wow, das war ziemlich so groß. Okay, holen wir uns mal den Turm hier, dann können wir in Zukunft hier herum teleportieren. Das ist einfach viel besser. Talion, Talion! Nicht in der Ecke. Und klettern, seitlich kommen. Sonst machst du diesen Spruch wieder. So, da sind wir. Los geht's. Wir übernehmen diesen Turm. Na gut, was haben wir da? Wo haben wir was? Ja, da ist der erste Punkt gleich mal. Irgendwo hier. Hier, gut, wo? Wo? Da. Das erste Artefakt. Da ist gleich das zweite irgendwo. Hier, da. Und das
Das dritte befindet sich. Ja. Fehlt uns noch ein Ifindril, Ifundil, Ifandil. Das ist ein Artefakt. Da ist es. Ifildin. Es fehlt noch ein Ifildin, aber wo ist der? Wo finden wir diesen Ifildin? Vielleicht hier? Ja. Hier irgendwo oben? Ja. Sehr gut, da haben wir alles. Und können uns zu den wichtigen Dingen des Lebens begeben. Nein, das sollst du nicht übernehmen. So, gibt's hier noch mehr Schützen? Cool ist nämlich, wenn ich hier direkt die Schützen übernehme, bevor ich den Auftrag mache. Vielleicht sind sie dann im Auftrag selbst auch übernommen. Und ich habe eine Fertigkeit bekommen. Geil. Nehmen wir uns da was zum Kämpfen. Was haben wir da? Brutale Aggression. Mach kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Richtung freischaltet, die umstehende Feinde panisch. Oh, das ist ja gut. Wenn ich das einschalte, habe ich dann. Kann ich den zweimal brandmarken? Ziele während Verzehren mit R drücken X, um weitere Feinde aufzuzählen. Damit kann ich mehrere Leute übernehmen. Das kostet aber auch mehr Fokus. Klingt aber eigentlich ganz gut. Oh, terrorisieren. Der hat ein bisschen gedrückt, um eine furchteinflößende Schleichtötung auszuführen. Zurück nach Giftra. Oh. Oh, das ist ja natürlich auch gut. Oh, das ist auch gut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Fokus. Habe ich da irgendwo. Kann ich irgendwo meinen Fokus erhöhen? Es geht wahrscheinlich über die Waffen dann, ne? Ja, ich würde erstmal hier erweitern, weil ich möchte dann gerne das Vergiften haben. Mit dem Geist töten, wie geil ist das? Das ist ja richtig cool, dieser Skilltree, okay. Dann würde ich mit dem Skill her. So. So, da oben ist gleich mein eigentliches Ziel. Los geht's. Auftrag erreicht. Krisha der Peiniger versus Safra der Wüstling. Krisha der Peiniger befällt den Kontrollpunkt von Safra der Wüstling. Da stehen sie und warten. I don't care if they beg or threaten or bribe. No one gets past us. You suffer. Zathra. Feuerfest. Ah, ja, da steht nichts über. Kann nicht. Stealth werden, deswegen versuchen wir jetzt auf Mark. Oh, das ist seems everyone wants to have a go at our defenses today, boys. Let's kill them all! Nope. Nicht mich. Ach, ich hasse diese Typen, die immer. Ah, ich sehe es. Oh, Y. Ah, so. Komm.
suffer! Ich habe ihn, komm schon. Yes. Yes, ich kann ihn rekrutieren. Satrak, I have your back, my lord. Sehr gut. Soon I will brand you as well, and show all of Mordor I own you. Das Gute an dem ist, er ist nicht der Leibwächter von einem anderen Typ. Schon. Nein. Ich rette dich. Ja. So, wo ist Shaka? Shaka, ich krieg dich. Nicht? Aber gleich. Jetzt hört sich seine Rüber. Oh, er ist stärker geworden. Nicht töten. Ach, Sandra. Na gut. That bloke you recruited is a sneaky bastard. He'd make a top backstabber. What you want to do is to make him bodyguard to a war chief, so you can, well, stab him in the back. Of course, no war chief's gonna take on a bodyguard unless he's proved himself. And the place to do that is in the fight pits. How does surviving a few rounds make it trustworthy? No idea. But it's a bloody good laugh. And you'd be a drongo to trust an orc anyway, so it all works out. Go on, have a go. Der ist so toll, der kommt einfach her und gibt mir Tipps. So, ich muss aber, ja, Spion aus den Häuptlinge nutzen, die Kampfgruben, um in Ritualkämpfen neue Leibwächter zu rekrutieren. Befehle einem Gefolgsmann, die Ränge eines Häuptlings zu infiltrieren, indem er sich in den Gruben beweist. Wenn du seinen Herrn das nächste Mal triffst, wird er ihn verraten, indem er den Häuptling in den Rücken fällt. Du kannst dem Gefolgsmann auch befehlen, eine leere Garnison der Festung zu infiltrieren, wo er während einer späteren Belagerung einen Siegespunkt einnehmen wird. Ja? Ziemlich gut. Mal das. Nö. So. Sandra, du wirst jetzt Leibwächter von diesem Hauptmann. Dazu muss ich aber erstmal ihm helfen, dass er sich beweisen kann. Der hat schon wieder zwei neue Leibwächter. Das ist... Okay. So. Wir haben aber gerade wichtigere Dinge zu tun, denn einer meiner Soldaten blutet hier. Das ist gerettet werden. Sehr gut. Und hier ist noch ein Captain. Wo ist denn der? Hier sind noch ein paar Juwelen, die man einsammeln kann. Oh, hier war doch noch ein Captain. Oder? Will ich mehr sein. Ich glaube, ich bin das mehr. Ich sehe hier gerade nichts mehr. So, jetzt rückt noch Geld.
Stammesmonument zerstört. Okay. Was tut denn das? Interessant. Oh, da drüben ist ein Affiliate. Den wollen wir jetzt auch gleich noch, wenn wir schon hier sind. Vorher. Hauptalien. Was ist denn das für ein komischer Bug manchmal? Dass man nicht weiterlaufen kann. So. Nimm das. Was steht hier? Zu. Oh, ich sehe einen Captain, Ur-Hakon. Ich sehe ihn sehr nahe. Ur-Hakon. Komm her. Gar nicht. Kann ich nicht sneaken? Ur-Hakon. Ja, ich kann nicht sneaken. Just got busy with other work. Schwert nimmt. Was ist los mit dir? Oh, da ist auch noch ein Caragon. Oh mein Gott, das ist heftig. Das wird heftig. Oh Mann. Okay, ich muss versuchen, einen noch zu töten. Shit. Oh Gott, jetzt ist er böse. Holy fuck. Schon.
Schon. Ich muss noch meine Fokus voll kriegen, dann kann ich nämlich. Oh Gott. Der Luft ist kein Leben mehr, das heißt, ich muss eigentlich. Ich muss die Schützen mehr scheiß machen. Keine Pfeile mehr! Fuck! Schauen, komm schon, komm schon. Yes! Das hat sehr gut funktioniert. Rekrutieren. Join the army of the Bright Lord! Yeah, I serve you, Bright Lord! Bright Lord! Sehr gut. Darfst du gleich loskämpfen? Nämlich darfst du gleich. Auch dem hier als. Oder? Hol dir mal. Wer in den aktuellen Gruppenkampf war dann meine Schwester? Achso, okay, das funktioniert nicht. Ja, dann werde ich dich mal rekrutieren, dass du schon mal einen von seinen Leibwächtern tötest, nämlich den hier. Bedeutet. Das ist ja richtige Arbeit hier schon. Jetzt muss ich mich mal kümmern darum, dass mein Zadra hier der Leibwächter wird. Das bedeutet, ich muss ihn hier suchen. Wo ist das? Da unten. In der Nähe vom Turm. Sehr gut. Die Schnellreise sind nicht verfügbar. Achso, weil ich gerade kämpfe wahrscheinlich. Na gut. Dann lässt man das zum Kampf raus und dann kann ich schnell reisen. So. Können wir hinreisen jetzt hoffentlich. Zadra, dir zeigen, was er kann. Bekannter Hauptmann. Get ready to die! So. Or just get warmed up. Darf ich ihm jetzt eigentlich helfen? Come get some! Okay, ich darf ihm nicht helfen, ich muss zusehen. Das macht. Schatz, Sandra, du schaffst das. Kann ich zwischen dem wechseln mit der Kamera? Ah, ich kann. Oh, ich kann die Kameraposition wechseln. Okay. Komm schon, Sandra, heul runter. Jawohl. Jetzt mach ihn fertig, da liegt der Boden. Wieso darf eigentlich meiner mit mehreren kämpfen und der muss alleine kämpfen? Der ist schon gebrochen. Heul um. Oh, ihn um! Oh, ihn um! Yes! Infiltration, Auftrag abgeschlossen. Zadra, du bist mein Held. Meine Rüstung bekomme gleich. Sehr schön. Oh, und wir können auch schon wieder was schmieden. Jetzt ein mittelgroßes grünes, okay. Sehr nice. So, machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Denn ich möchte, dass du. Welchen mag ich mehr? Ich mag Asgang mehr. Asgang. Du. Warte. Kann ich dich befehligen? Ich kann nicht. Er ist in einem aktiven. Ach ja, genau, den habe ich ja rekrutiert, dass er den hier töten soll oder irgendeinen anderen töten soll. Egal. Dann machst du. Habe ich ja Level, du bist 14. Du bist Bodyguard. So. Grisha, magst du nicht Bodyguard werden?
Wenn ich den in der Gruppe verliere, dann werde ich böse. Okay, warte mal. Um was kümmerst du dich gerade? Überfällt die Karago-Gehege von Pook die Ausgeburt. Welcher ist das? Ist das da? Okay, ja, das passt doch. Dann machen wir es dann mit Grisha. Verstärkung für den Gefolgsauftrag, okay. Darfst du da eigentlich auch mitmachen? Ah, okay, verstehe. Das darf er natürlich nicht. Du hast noch einen Auftrag? Leider die Kugel gehabt. Ich verstehe nicht, was meine Orks da die ganze Zeit machen. Machen irgendwas. Ich bin nicht einverstanden damit, dass sie einfach irgendwelche Aufträge annehmen, ohne dass ich sie mich fragen. Okay. Also ihr greift beide denen. Das heißt, ich helfe euch, den Typ anzugreifen. Vor allem, wenn wir ihn übernehmen, dann haben wir gleich einen weiteren Bodyguard als Spion. Das ist doch ganz gut. So, wenn wir einen Ring bekommen. Der ist genau gleich gut. Naja. Stimmt, wir können ja mal schauen, ob wir die Verbesserungen für unsere Waffen kaufen können. Manchmal funktioniert das nämlich. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, aber unser Ring hat das. Verbesserung. 15 Geld. Verbündete Rucks verursachen 50% mehr Schaden. Oh, geil. Nehme ich sofort. Es geht nur bei gelben Sachen. Führe eine Schleichtötung bei einer Beobachtung aus. Wenn ich das mache, dann steht da 21% weniger Schaden durch Fernkampfangriffe. Das ist schon ziemlich gut, okay. Aber habe ich nicht. Doch, die ist ausgerüstet. Nein. Welche ist ausgerüstet? Hier die. Oder? Ja. Okay, das ist ein bisschen komisch, ne? Gut, ich muss also drei Bogenschützen schlecht töten. So, da drüben befindet sich das nächste Ziel, nämlich die Karago-Jagd von irgendwas. Machen wir gleich. Damn you! Recht. Auch versuchen, Pook die Ausgeburt zu besiegen. Das Gute ist, wenn ich es schaffe, ihn zu übernehmen, habe ich gleich einen weiteren Bodyguard. Aber das habe ich hier gerade schon erzählt. Warum sage ich das nochmal? Ihr kennt euch So, wie schaut's aus mit deinen Werten? Pook. Okay, da steht nichts über seine Werte, oder? Stay out, you maggot! Are you in league with them, man-filth? What does everyone want to test my patience today? We're gonna talk him to death! Oh, it's fine, okay. Oh.
entzündet. Entsetzt? Warum? Was? Urakon ist von seinem eigenen Raubzug geflohen. Das ist nicht so gut. Egal, wir können weiterkämpfen. So, er ist entzündet worden. Erstens, weil er gefroren hat. Zweitens, weil er von seinem Rivalen angegriffen wurde anscheinend. Oh nein, da blutet jemand. Ich krieg dich. Shit, Daniel, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Okay. Lass mich denn heilen. Sehr gut. Da sind wir gebrochen. Krieg dich. Hab ich dich? Jetzt dann. Yes. Das ist der Typ, den ich versucht habe zu töten. Ja, ich hab Glück. So. Ja, zum Spür machen. Ich glaube, dass noch was gebrochen ist. Shit, so. Oh nein. Wollen wir noch kämpfen, ja? Besser. Aua, das ist ein Headbutt. Au. Damit. Oh, was ist das? Das funktioniert nicht so einfach. Tötest du ihn gerade? Frischer? Ich verstehe. Na gut. Geräusche. Das ist auch so ein dummer, blöder... Oh, ich hasse das Viecher. Ich hatte noch nämlich den hier. Ich werde es auch noch schaffen, den zu übernehmen. Ur-Hakon. Feigling. Bist du einfach weggelaufen. Und Grisha. Obwohl, ist es klug, wenn wir zwei drauf ansetzen? Wenn die gemeinsam kämpfen, töten sie ihn vielleicht wieder. So, die Bastion. Nur die Burg hat Stufe 123, ich verstehe. Wir es schaffen, den zu übernehmen? Falls wir ihn töten, müsste er eigentlich einer seiner Bodyguards. Grisha. Komm, mach mir noch mit. Gut, dann würden wir dich auch gleich als Ziel markieren. Und mal schön aufsuchen. Wo bist du denn? Hier gleich da oben. Geil. Kann man unterwegs noch den Ephildi mitnehmen.
Ah, da. Perfekt. Urak und Eisenforst bereiten sich zum Raubzug auf das Lager von Amok der Glückspilz vor. Stay alert, boys. It's almost too quiet around here. Looks very peaceful. Let us put an end to that. Sure, was haben wir da? Amok. Stets auf der Hut, kann also nicht schleichen gerichtet werden. Wie sieht das aus mit Fernkampf? Sehr gut. Jetzt genau ist da. So, ich muss jetzt auch nochmal ganz kurz wieder in die Optionen gehen, denn das ist schon wieder viel zu dunkel, das Spiel. Im Stream ist es aber viel heller als bei mir. Na gut. Vielleicht ist es zumindest ein bisschen heller. So. Okay, ist besser. Now what we have here, a game of chance. Odds have been laid, though we can't see them yet. Only way to see what comes up is to play the game. So let's play. Gebrochen ist er und einer ist er. Das war fast zu leicht. Abandon your master and serve me! I will serve you well! Zum Spiel machen. Alle Leibwächter des Haplings haben sich gegen ihn verschworen. Unterstützen sie in einem Verratsauftrag. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Zeit für Verrat. Zuerst hole ich mir das Geld hier. So. Wie schaut's denn aus mit unserer Armee? Wurmschlöpfer. Deine Zeit ist gekommen. Moment, stopp, was ist hier los? Asgard, was ist mit dir? Gegen wen kämpfst du? Leite deine Ghouljagd. Ich will ihm helfen eigentlich. So, ja, ich will ihm helfen. Kurz auf die Uhr schauen. So, wir haben noch im Inventar irgendwas Neues. Wir haben eine neue Kapuze. Die ist gleich mit unsere. Also. Okay, also. Weit ist es entfernt. Ist schon ein Stückchen entfernt. Vielleicht können wir da hin teleportieren. Ja, wir haben in der Nähe. Das war fast genau gleich weit weg ist. Ja, das nervt, denke ich. Okay, das will ich doch nicht machen. Nein, nein. Ich habe es mir das überlegt. Wie schaut's aus mit dem Verräterauftrag? Wo ist der? Ins Armee-Menü. Ich sag. Verräterauftrag. Ist an folgender Position. Ist das der hier? Verrat, ja. Das hier. Markieren. Genau. Oh, das sind wir ganz in der Nähe. Sehr geil. Das machen wir. Schliffer. Ja. Deine Zeit ist gekommen. Deine Zeit als Obermacker in der Burg hat ein Ende gefunden. Is that what I
So, wir haben ein interessantes Fakt, ein Bauplan von Torbjörn. As a lad, I was always fascinated by woodwork. Turning boards into furniture, a home. Talion the craftsman. That I'd have liked to see. Verrat. Die Leibwächter von Kurgerwurmschläfer führen in einen Hinterhalt. Den Häuptling besiegen. Deaktiviert Feuerspeier. Ah. Hey! Also. Oh, look! It's the Grave Walker! Time to play! For the Bright Lord! Yes! So schaut's nicht aus. Die gehören zu mir. Meet for the Cougar. So, gegen was bist du stark? Egal. I know what it is to return from death. Or laid in its cold grasp on the battlefield. Until a squirming, wriggling warmth took over me. A thousand pulsing maggots crawled over and into me, scouring the dead flesh from my ragged wounds. Now they are with me, always, a churning, writhing horde of torment. Okay. Los, 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 übernehmen, nicht töten. Oh, sehr intens. Komm schon. Oh, er ist zu einflussreich. Sollen wir beschämen oder? Nein, ich töte ihn jetzt. Was soll das? Okay, das war's. Und wir sind Stufe 17. Oh, ein Dolch. Die Festung wurde geschwächt. Das Bezwinger des Häuptlings hat folgendes deaktiviert: Feuersperr. Ja, ich frage mich, ob man den jetzt auch hätte übernehmen können, damit er im Festungskampf dann auf meiner Seite steht. Das hätte mich wirklich interessiert, aber leider bin ich noch zu schwach, um ihn zu übernehmen. Wow, der Dolch ist viel besser als meiner. So, schauen wir noch einmal in die Festungs... Okay, das ist jetzt einfach leer, ich verstehe. Was heißt Markt? Hier kannst du deine nicht platzierten Gefolgsleute aus Truhen anzeigen. Sobald du Akt 2 erreicht hast, kannst du diese Gefolgsleute in ein Gebiet deiner Wahl schicken. Du kannst Gefolgsleute aber auch für Ausrüstung opfern. Ah, ich verstehe. Hier kann ich die Lootboxen kaufen. Ja, das brauche ich nicht. Habe ich schon... Ich habe wahrscheinlich schon irgendwelche Lootboxen bekommen. Da, ungeöffnete Kisten. Ja, genau. Hier kannst du deine ungeöffneten Kisten betrachten und öffnen. Auf dem Markt erworbene Kisten sowie Kisten, die du auf anderen Weg bekommen hast, werden alle hier aufbewahrt. Öffne Kisten, um deren Inhalt anzusehen. Ja, also, folgendes. Ich mache jetzt diese Boxen auf. Und ich werde mir nie welche kaufen, von daher. Das ist total unspannend, die einfach so zu bekommen. Reiterausbildung, ein Gefolgsmann erhält einen Charakter als Reiter. Das fühlt sich nicht mal irgendwie spannend an, wenn man die erhält. Weil man sie nicht im Kampf besiegt hat. Ich habe doch gar keine Bindung zu denen. So, was haben wir hier für Ochs? Drei Stück. Okay, die zwei sehen sogar gleich aus. Mutsu Bestienzähmer und Bubul Bestientöter. Der schaut einfach aus wie ein Penner. Roschgrisch, Schriftgelehrter. Ach, das ist ein Schreiber. Oh, der hat eine coole Waffe. Was war da? Fluchwaffe, ein Gefolgsmann erhält eine Fluchwaffe. Ja, okay. Du hast einen Ausbildungsbefehl erhalten. Ausbildungsbefehle können deinen Gefolgsleuten zusätzliche mächtige Eigenschaften verschaffen. Wähle im Armeemenü einen Gefolgsmann aus, drücke Y, um ihnen einen Befehl zu erteilen, und wähle dann X zum Ausbildungsbefehl. Sehr gut. Ja. Okay.
Das war's mit den Boxen, denn ich brauche keine. Und ich habe einen weiteren Punkt, den ich vergeben kann. Werde ich mir nun hier das Gift holen? Das ist nämlich sehr cool. Oder? Ah, das ist ja interessant. Kann ich bitte irgendwie meinen Fokus erhöhen? Ich brauche meinen Fokus. Ach, wenn ich jemanden beschäme, dann wird er verrückt, so wie mein Grisha. Okay, dann ich hole mir mal das Vergiften aus der Ferne. Das gefällt mir ziemlich gut. So, und jetzt möchte ich noch etwas ansehen. Nämlich kann ich jetzt grundsätzlich sondern im Armee-Menü müsste ich jetzt eigentlich den leeren Platz hier ausfüllen können. Hier. Du hast was? Du kannst keinen Totenmark. Oh, kann ich Grisha? Grisha. Zu einem. Kann ich veranlassen, dass Grisha hier zu einem Hauptmann wird? Infiltration. Sende Grisha der Paniker aus, damit er seinen Wert in den Kampfgruppe beweist und zum Spiel wird. Oh Mann. Grisha, schaffst du das? Aber ich will ihn nicht zum Spion machen. Ich will ihn nicht zum Spion machen. Ich will, dass er hier der Hauptmann wird. Kann ich das veranlassen? Welches Level hast du, Grisha? 16. Du bist potenziell eh mein Stärkster, glaube ich, außer Bruce. Aber dann darf ich den überhaupt verwenden? Nein, darf ich nicht. Okay, du bist auch stark, aber ich mag dich nicht so gerne. Grisha ist schon mein cooler. Grisha. Okay, mein Grisha wird jetzt da reingehen und... Was mache ich noch? So, was ist... Okay, du wirst mit dem kämpfen. Ich verstehe. Bedeutet das, wenn ich den zuerst töte... Dann wird Grisha automatisch? Wir werden es sehen. Ich bin ganz in der Nähe sogar. Muss ich da eigentlich jetzt links oder rechts umgehen? Rechts ist schneller. Das interessiert mich jetzt sehr. Oh, da ist noch was zu holen. Eine Rune. So, dadurch, dass ich mir den Wurm hier hole, kann ich gleich mal ein paar Informationen über meinen Feind holen. Das sieht ja cool aus. Der hat einen lustigen Mund. Also, Urlisak, der Kampferprobte. Oh, Kampferprobte. Panische Angst vor Verrat, panische Angst vor Gift, Feuer. Anfällig für Schleichen, das gefällt mir. Er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe und durch Hinrichtungen, okay. Gut, 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 gut. Ich bereite mich auf dich vor. Da haben wir ihn. Hoffentlich funktioniert das, so wie ich mir dachte. Infiltration. Oh, oh. Kämpfe jetzt. Mit Grisha. Okay, Fernkampfangriffe sind eh gut. Du müsstest es schaffen. Komm schon, komm schon. Ich glaube nicht, Grisha. Vertraue. Vertraue. The crowd screams for you. I will make you scream Leute, for them. Das ist wichtig jetzt. You suffer! Sweet suffering! Nice! Nice, hast du mich. Wieso hat er einfach Leute bei sich?
Das ist unfair. Alter. Das ist unfair. Komm schon, du hast mich die Hälfte abgezogen. Jawohl, hau ihn um. Mach ihn weg. Die sind dir egal. Nein, weich aus. Yes. Grisha, du bist der Beste. Boah, schau ihn nicht an. Ja. Grisha. Mein Lieblingsorg. Mein absoluter Lieblingsorg gerade. Du bist der Beste. Das ist schon Level 17 geworden. Das, Alter, das ist mein absoluter Lieblingsorg. Heißt das jetzt? Ja! Grisha ist jetzt in der Festung als Hauptmann. Okay, ich sag euch was. Wenn ich den Oberherr besiegt habe, dann wird Grisha der neue Hauptmann von dieser Festung. Er ist zwar ein bisschen verrückt, aber ich mag ihn. Wie er da steht und sich einfach nicht auskennt. Es ist so toll. Sehr gut. So, stellen wir uns irgendwo hin, wo wir in Ruhe ausloggen können. Aber da warst du hier. Okay, hier ist niemand. Alles perfekt. So, Leute, das war extrem spannend. Das war eine wirklich coole Session. Wir haben einiges weitergebracht. Wir haben eine neue Armeeordnung hier. Wir haben viele neue Orks bekommen. Wir haben hier. Ich zähle nicht die aus den Lootboxen dazu. Wir haben hier unsere rechte Flanke, unsere linke Flanke. Wir haben hier unseren Grisha stehen. Der hier wird das nächste Mal noch wegentfernt und wegoptimiert. Dem hier, Asgang, werden wir beim nächsten Mal auch helfen, damit er hier seinen Auftrag endlich abschließen kann und nicht hier sterben wird, hoffentlich. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir das nächste Mal den hier wegbekommen, den rechten und bekommen Häuptling, vielleicht schaffen wir es auch dann schon, die Festung einzunehmen. Das wäre natürlich super. Das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ja, hoffentlich macht es euch auch noch ein bisschen Spaß mit mir. Ich finde, jetzt beginnt das Spiel erst richtig und jetzt mit dem ganzen Orks übernehmen, ist das System, dieses Ork Nemesis-System wieder richtig gut, vor allem viel, viel besser schon als im letzten Spiel. Gefällt mir richtig gut, ich bin wirklich begeistert, ich werde es definitiv die nächsten Tage weiterspielen. Samstag vielleicht, Sonntag vielleicht, einfach jeden Tag ein bisschen reinspielen. Ja, aber das war's erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir auf jeden Fall auf Twitch, auf Twitter und auf YouTube und am besten auch auf Instagram und Facebook, wo ihr wollt. Ihr findet die Links alle in der Beschreibung. Und wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, schreibt mir einfach. Wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche habt, wenn ich irgendwas anderes spielen kann, was ihr sehen wollt. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein, seht euch das nächste Video an, habt Spaß und bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und sage Tschüss.